Dann kommen wir zurück zu unseren beiden Gästen. Ich liefere Karl-Heinz und dem Stichwort Zeitenwende. Liefere ich Karl-Heinz das nächste Stichwort Priesterlehrer. Ja, das war ja für die IBS das ganz besondere Merkmal. Und Priester haben auch generationenlang die Schule und wohl auch die Schüler geprägt. Ich sage jetzt mal bewusst Schüler, mit den Schülerinnen ging es ja sehr viel später los, aber das habe ich auch mal ganz live und in Farbe erlebt. Die ersten beiden Schülerinnen hier, das war ein Zeitenwechsel, aber auch, kommen wir auf die Priester zurück. Das hing natürlich alles sehr stark auch immer von der Persönlichkeit ab und es ist schon so, dass viele Priester aus dieser pädagogischen Tätigkeit so eine wirkliche Berufung gemacht hatten. Das ist bei Laienlehrern auch so, aber da ist dann doch manchmal noch ein bisschen mehr Beruf als Berufung. Vor allem, wenn man die aktuelle Entwicklung sieht. Ich bin nicht der Meinung, dass wir eine Entwicklung zur Zeit haben, wo es die Besten der Besten sind, die Lehrer werden wollen. Und das ist für unsere Gesellschaft schlecht. Aber es ist ein ganz anderes, großes Thema. Auf jeden Fall habe ich in meiner Erinnerung, und die ist doch noch ziemlich komplett, hier in der Schule sowohl Priester als auch Laien erlebt, die wirklich engagierte Pädagogen waren, denen es auch wirklich um das Fortkommen der einzelnen Schüler ging. Wir hatten aber auch welche, die hatten eine sehr starke und durchaus auch kritische Einstellung. Aus meiner heutigen Sicht zumindest zum Pädagogenberuf und der unterschiedlichen Lernen, Lehren und Drill muss schon gemacht werden.